Gut, den habe ich mal hierher geholt. Dann haben wir wenigstens mal noch wirklich nur zwei unbelegte Wohnungen. Gut. Bisschen Licht in die ganze Angelegenheit bringen. Zack. 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 Hast du jetzt was gefunden? Du sagst nichts mehr. Nee, Moment, noch nicht. Dann ist das ja langweilig. Have to find Baumaterial. Hier und da. Schneeblock. Komm, dann haben wir das auch noch drauf. Und dann war steht. Grauer Ziegel kann platziert werden. Material. Was ist jetzt der Unterschied bei? Den ganzen Spaß. Dann lass uns gleich einfach den Golem nochmal machen und dann beenden wir die Aufnahme, wenn das hier sowieso keinen Sinn hat. Weil, wenn hier nichts spawnt, ist ja auch doof. Müssen wir mal gucken, wie wir das beheben können, wenn wir das überhaupt beheben können. Also, es ist mitten in der Nacht. Ricardo geht's ganz gut. Ricardo hat jetzt voll Bock. Wo ist der Willi? Der Willi steht dort hinten. Dann machen wir einfach mal diesen hier, wa? Warum eigentlich? Warum? Ich hab da noch gar nichts Patronenmäßiges aufgesammelt. Alter, wie das mit der Spitzhacke abgeht. Guck mal, was der an Leben verliert direkt. Ja klar, was denkst du denn? Bumm, kurz. Aber das Ding hier ist auch sehr, sehr OP, finde ich. Füllen Sie nicht auf? Was ist? Hier unten hat der Zeug gelegen. Was war das? Oh, nö. Du sollst ihn nicht wieder nur in den Augen rumpopeln? Hast du was gegen meine Augen, nur weil die rumfliegen? Hast du ein Problem damit, dass ich schiele? Nee, ich meinte, du sollst nicht mit deinem... mit deiner Piranha-Gang die ganze Zeit in der ihren Augen rumstochern. Ja, der eine switcht schon. Lass mal wieder dein ekelhaftes Vieh da. Die Hydra. Ich hab grad kein Mana, warte. Macht schon geilen Damage irgendwie. Hast du ja verzaubert? Ui, es wird jetzt Tag, Mama. Ah. Was hab ich verzaubert? Ich hab noch gar nichts verzaubert. Weder Rainbow Gun noch Stuff of the Frost Hydra. Ja, da geh die mal verzaubern, Junge. Ich hab aber kein Geld dafür. Geld kaufen. Da unten. Da unten liegen noch 8 Platinum. Da muss ich Geld kaufen. Wo denn? Die ersten Kiste, du Arsch. Ich verstehe das. Normal killt man um den. Wir sind ja im Hard Mode, ne? Normal killen wir jetzt Plantera. Und, wir killen zuerst irgendeinen Hardcore-Boss, ne? Damit wir Plantera killen können. Dann killen wir Plantera und dann müssten normal im Dungeon ganzen Hardcore-Sachen kommen. Was aber nicht der Fall ist, das verstehe ich nicht.
Und ich wüsste auch nicht, dass man die jetzt anders irgendwie freischalten müsste. Jetzt müsste ich mal erstmal wieder die Patch Notes durchgehen. Später. Und dann werden wir ja sehen, ne? Ich habe jetzt für die Hydra plus 15 Schaden und minus 15 Mana Kosten. Oh, ist doch geil. So, dann mache ich jetzt noch die Rainbow Gun. Dungeon kann man so viel geilen Scheiß droppen, ne? Das ist Wahnsinn. Und da sagt der Computer einfach leider nein. Muss ich 11% drauf lassen, sonst ist gleich das Geld leer. Also 11%, was habe ich jetzt auf der Rainbow Gun drauf? Plus 11% Schaden. Ja, ist doch geil. Wow. Ich glaube mal, Verzauberung, die bringen es echt. Machen wir hier nochmal einen kleinen Durchgang. Durchgang. Hurdle. Rüstung. So, ich gehe jetzt nochmal in den Dungeon gucken. Wenn jetzt nichts ist, ne, dann melde ich ab. Dann habe ich keine Lust mehr. Dann sage ich Terraria fieken dich. Nee. Nee, ich muss mir dann die Patchnotes durchlesen, mal gucken, ob sich da irgendwas geändert hat seit dem letzten Winter-Update. Das kann nicht sein. Ich find's ein bisschen Glaswand komisch und schade. Ich weiß nicht, ob 68 Glaswand räuchen. Ich bin Willi, ich mach die Candy-Blöcke nicht mal weg, ne? Nee, seh ich gar nicht ein. Ich setz die auch nicht dahin, ich quäl mich da genauso durch wie du. Weißt du was, dann baue ich mir jetzt einen Geheimgang und baue hier alles zu. Dann gehe ich nicht mehr in den Dungeon rein. Ja, dann genau. Mach ich das alles selber. Sehe ich nämlich gar nicht ein. Hab eben sogar noch gesagt, warte du mal, bis du hier reingehen musst. Siehst du jetzt, wie dieses Gefühl ist? Das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Ja. Genau das meine ich. Oh, weißt du was, ey? Ich Kackmonster, ey. Ohne Spaß. You do it like a Hund. Ach, scheiße. Bring mal Sand mit oder so. Ich brauch Glas. Ich kann einfach gegen die Monsterin die zerschellen an mir. Och, Leute. Ach, liebe Leute, das... Sandblöcke. Blackleshins. Liebe Leute, warum sagt ihr mir denn nicht, dass ich so viele Seelen der Macht in meiner Inventar habe? In meiner Inventar. In meiner Inventar. So, dann farm ich noch ein letztes Mal die Pilze ab und dann ist hier zappenduster, dann muss ich mir die Patchnotes durchlesen. Und wenn dann irgendwas drinsteht von, ach, das musst du so machen und das, und ich hab nicht daran gedacht, ne, und da gibt's nächste Aufnahmesession, da gibt's so einen von Deckel. Dann töte ich Willi. Dann baue ich okay. Was ganz Geheimes für den, was er machen muss, und dann töte ich den. Das habe ich alles auf Band. Also ich werde nirgendwo hingehen, was Ricardo von mir verlangt. Das denkst aber auch nur du. Ja, ja. Das war doch Zeiten. Scheiße, da haben wir schon wieder hier nichts erreicht, ey. Wieder mal unnötig Plantera gekillt. Zweimal. Anstatt Willi sich jetzt mal Kugeln kauft, läuft er hier in der Bude rum und macht nichts. Stimmt, Kugeln muss ich mir ja immer noch kaufen. Ohne Spaß, Willi. Oh. Ich bin ja auch ein geiles Schnittchen, wa? So, die Spawn-Items für die Bosse, die ich hier hab, die lege ich noch hier unten ein. So! Bin fertig. Ich mach jetzt auch noch die Bude hier fertig, also jetzt hältst du mich ja auch nicht mehr davon ab. So, gut, geh ich mal noch einmal Dynamit kaufen. Wehe, du sprengst jetzt irgendwas. Wehe! Dynamite! Wo ist der Typ, wo alles hochspringt? Hopp. So, nee, gut. Ich kauf mir Bomben, ich kauf mir Bomben. 10 Bomben reichen. So. Wo ist die Bude, wo Willi gebaut hat?
Du Arsch! Du Arsch! Du Arsch! Jetzt hör auf, hier die Welt so zu verschandeln, ey. Guck mal, du jetzt machst. Du Arsch. Ja komm, ey, das ist doch wohl jetzt nicht so schlimm, oder? Ah, die Penisform hast du schon mal fertig gemacht. Genau. Gut, ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge von Terraria. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.